Er hob sich in die Lüfte, füllte seine Lungen mit lilafarbener Glut und verbrannte mit ihr den König der Raben. Sidens hatte es geschafft. Er hatte Licht und Frieden zurück in das Reich der Elfen gebracht. Des jungen Mannes aus Donegal jedoch gedenken die Elfen jedes Jahr an diesen Tag im Herbst. Zunächst war die eine Hälfte des Elfensteins in der Feste des Rabenkönigs verborgen. Doch die Königin der Seen fügte wieder beide Teile zu einem Ganzen zusammen. Die Elfen nennen ihn.